Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World S. Es ist jetzt etwas her seit dem letzten Part und das hat auch so seinen Grund. Ich habe trainiert, wie ich gesagt habe. Und dazwischen kam, dass die Digimon gewisse Max-Level haben und ich diese erhöhen musste, indem ich sie immer wieder zurückdigitieren lasse und wieder hochdigitieren und zurückdigitieren und hochdigitieren und zurückdigitieren. Ja, am längsten brauchte dafür Murphy, weil irgendwie Jonas hat es gereicht, einmal hoch und dann einmal zurück zu digitieren. Bei den anderen ging das Hochdigitieren aber nicht. Das heißt, ich musste sie komplett zurück aufs Rookie, beziehungsweise ja, aufs Rookie zurückdigitieren lassen und von da aus konnte ich dann höher digitieren und Sasa ging ja freundlicherweise 3 Schritte hoch und Murphy ging irgendwie nur 1 Schritt pro Level hoch und musste von fast 32 auf 44 erhöht werden. Und das habe ich mittlerweile auch erreicht, wie wir sehen können, da Murphy am längsten gebraucht hat. Und die anderen, die ganze Zeit mit dabei waren, haben die auch Erfahrungspunkte mitgekriegt. Und nun ja, ja, sie haben Level 38 erreicht und konnten jetzt auf das Ultra-Level digitieren. Murphy braucht noch ein bisschen, aber ich denke... ja, falls ihr fragt, wie hast du das durchgehalten? Chromine... Dings, Sumpf... Und die Speed-Taste. Egal. Keramon steigert jetzt gerade seine Darkness-Verteidigung, ist mir scheißegal. Denn nun können wir endlich in den verbuggten Drain-Tunnel gehen. Und hoffentlich jetzt Devimon klatschen. Okay. Devimon, willkommen. Es ist keine Zeit für Farm Report oder ähnliches, weil wir erinnern uns noch an Bugtime, Folge 3, Episode 13. Ja, mal sehen. Bestimmt so mit 3 Schlägen die Kakumon weggebasht jetzt gleich oder so. Ich weiß gar nicht, wie stark wir jetzt sind. Ich habe nämlich nur ein bisschen trainiert, ein bisschen lange. Ich wollte es dann durchziehen und deswegen ist es doch ziemlich viel geworden und wow. Ja, wie man sehen kann, Sasa ist jetzt ein Warmon geworden und komm, einfach Charge drauf. Ich glaube, das reicht. Schön. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen überpowered nach dem Mega-Leveln. Wow. Hui. Und jetzt da lang. Und, mal sehen, jetzt muss ich vielleicht eine lange Zeit gar nicht mehr trainieren. Eigentlich könnte ich da jetzt durchlaschen, aber, was bringt mir das eigentlich? Egal. Seedramon! Und ein Supermon! Und der Ton ist schon wieder so laut. Egal, einfach draufhauen. Strange Punch auf die Wand. Und die kommen ja gar nicht mehr dran, die anderen. Wie cool ist das denn? Und danach kommt schon wieder. Schön. Das gefällt mir. Ich muss das nächste Mal weiter meine Digimon überleveln. Das ist cool. Das macht Spaß. Es ist so, als käme ich mir in die Pokémon-Liga mit Level 100 Pokémon. Das ist ja cool. Schön. Wohingegen Digimon absolut unterlevelt und jetzt voll überlevelt. Schön. Das gefällt mir. Oh, und jetzt, wo ich nicht mehr speede, dauert das ja ewig, bis die Daten gescannt sind. Ja, so eine Speed-Taste ist wirklich gut. Oh, gut. Und Jonas kommt gar nicht dran so schnell mit die anderen beiden. Ich glaube, die sind doch gar nicht ausgerüstet oder so. Das mache ich nicht. Brauche ich jetzt noch nicht. Kann ich warten, bis ich in der 40er Gegend bin. Das kann wohl noch etwas dauern. Ja, Murphy ist als Tank eh gewohnt einzustecken und das eben in der Richtung die beste Verteidigung und so macht ihm das eigentlich gar nichts aus, so schwach zu sein. Was mir aufgefallen ist, als ich Keramon damals trainiert habe, also das kleine Vorentwicklung, dem hat das nichts ausgemacht, dass die Mobs, weiß Gott, wie viele Level über ihm. What the fuck? Ein Raremon. Du bist hässlich. Ich weiß, dass Hagurumon zu dir digitieren kann, aber es ändert nichts daran, dass du scheiße hässlich bist. Und denn, ob das reicht? Tatsächlich. Ich klatsch einfach alle weg. Schön.
zumindest brauche ich hier jetzt nicht ewig, um durchzukommen, wie beim ersten Mal. Ja, die brauchen nur noch um die 3000 Erfahrung, um wieder ein Level zu steigen, ne? Und jetzt findet Silim da oben diesen Pot. Gut gemacht, Silim. Jetzt musst du es nur noch schaffen. Und jetzt kommt genau ein Kampf, als ich wieder Leertaste drückte. Hallo, Ikakumon. Hallo. Huckmon. Hallo, Huckmon. Na komm, punchen. Hey. Ikakumon hat so eine hohe Verteidigung, der überlebt das Ganze einfach so mal. Oder hat einfach nur so viel HP. Keine Ahnung. Ich denke mal, der fällt viel aus. Jetzt runter da. Jetzt hoch da. Und jetzt rüber da. Hui. Und jetzt da hoch. Ich sagte da hoch. Dansidramon, mon. Platin Sukamon. Hallo, Endboss. Wie jetzt einfach so die Endboss, die als normale Mobs auftauchen. Toll. Ja, keine Ahnung. Komm, Angriff. Also sehr viel mehr als die Digitation der anderen habe ich noch gar nicht gemacht. Eigentlich habe ich mit den beiden noch gar nicht richtig gekämpft. Oh Gott, mach mit meins ein anderes. Oh, der hält ja trotzdem noch viel aus. Schön. Wie so ein Platin-Sukamon aushält, obwohl der gegen zwei Ultra und ein Champion-Level kämpft. Ja, komm, mach was für ein Spanz, das reicht. Was anderes habe ich die ganze Zeit gar nicht gemacht. Ich habe immer nur Leertaste, 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 Leertaste. Jetzt hoch da. Kletter, Kletter. Lange Leiter ist lang. So, kurz zur Sicherheit. Wieder einen Safe State setzen. So. Oh nein, 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 na, ach egal, ja. Hallo. Du bist hier, ja, das kommt, das kennen wir schon. Of course, ich möchte dich nicht, ich möchte dich besiegen. Blablabla, Devimon. Yelly. Anodi. 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 Digimon. Rip. Light Pass. No. Prepare. Rip. Wir haben keine Wahl. Rip. Los, wir dürfen nicht verlieren. Wir kannten den Text doch schon. Ach, ich kann die Dinger mal angreifen. Diese Ex-Keramons. Wobei, die sind wieder relativ groß. Boah, Devimon ist schnell. Dass du es doch noch schaffst anzugreifen. Ach komm, guck mal, lass mal einmal schön stark Angriffe reinhauen. Okay. Schön. Was machen wir denn? Oh, mach mal Eisblast. Da aus dem Dartfall. Touch of Evil. Oder Evil. Oder Evil. Eigentlich will ich doch noch, dass Jonas auch mal angreifen darf. Wenn du es überlebst, dass Jonas auch angreifen. Okay. Ja, ganz toll. Greift einmal zwei an, greift. Nichts, was sich jetzt wirklich noch lohnt. Wow. Ich gab hier fast gar nichts. Ich kann es nicht glauben. Ich habe neuen euch verloren. Wir werden nicht jemanden gegen dich verlieren. Hey, sag was du willst, aber ich werde wiederkommen und mit stärkeren Digimon. Wir werden irgendwas in deinen Erinnerungen sein und du wirst aufhören, ein Thema zu sein oder so. Was war das? Ich verstehe nicht, was er gesagt hat. Wiedergeboren? Oder was auch immer Stray heißt, keine Ahnung. Nun, kann Pagumon was? An? Was? Warum starrst du mich so an?
Niemals. Wo ist Ellie? Lob. Diese. Hallo. Danke, ihr zwei. Ich bin richtig... Ellie, bist du okay? Hattest du Angst? Natürlich nicht. Ich wusste, dass du ihn besiegen würdest, egal was passiert. Nun, lass uns zurück zur Zentrale und ich werde euch etwas Leckeres zu essen kochen als Dank. Ja, lecker. Ich möchte gerne Koroquets. Okay. Mach ich. Hehe. He. Was will er? Wow, ich bin voll oder so. Ellies, was auch immer, waren sehr lecker. Ja, das machen sie. Was auch immer wir da gegessen haben. Was ist, wenn er es gesagt hat, ein Pagumon die Wiederbelebung von Black Agumon im Training Peak war? Das hat was damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Und Celine, du hast schon wieder den scheiß Pot entdeckt. Oh, ein Anruf der Tamer Union. Und Celine. Hallo, Bahai-Humon. Hi, ich bin Spy-Humon. Yasuo? Bist du immer noch mit Pagumon beschäftigt? Ja, alles in Ordnung. Ich verstehe, das ist gut. Ich würde gerne sehen, wie Pagumon sich entwickelt, so gesehen. Kannst du ihn bitte hierhin begleiten? Natürlich, Sir. Nun, dann los. Pagumon, wir gehen nun zum Observer. Bahamon, nein, richtig, kein Problem. Ich finde das... Und genau jetzt kommt dieser Farm Report. Nein, nicht heute. Schön. Okay. Na. Kommt meine drei super mega starken Digimon. Wir gehen jetzt zu Bahamon. Ich frage mich, ob wir schon eine Chance gegen den hätten. Ich glaube nicht. hi, vielen Dank fürs Kommen. Ja, Sir. Hey, Bahamon. Ich stehe mir auch mal so. Ja, Sir. Hey. Pagumon sieht gut aus. Was du siehst, ist, was du kriegst. Ich verstehe. Nun, das Leben ist... Treating ist für mich eigentlich Handeln, aber... Was ist Leben, Handeln zu spät? Hä, was? Keine Ahnung. Lass mich überlegen. Ich würde gerne ein bisschen mehr rausgehen und mehr Spaß haben, aber, dann das. Ich bin wirklich irgendwas. Kannst du, folgen an? Pünktchen, den Abrufezeichen! Ja, kein Problem. Natürlich kann ich. Was, ich bin froh, das zu hören. Nun an, bitte achte auf Pagumon ein bisschen länger, natürlich, Sir, und, wissen Sie etwas über Unknown D? Nein, das sagt mir nichts. Wir, versuchen alle, das zu verstehen. Kannst du ein bisschen länger warten? Natürlich, ich, denke schon. Aber, wo wir gerade dabei sind, wir haben Alphamon getroffen. Was ist mit ihm? Ich mag ihn nicht. Ah, ich sehe, ich verstehe. Ihr habt also Alphamon getroffen. Und Keramon! Lass diesen Pott in Ruhe! Wer ist dieses Digimon eigentlich? Alphamon? Alphamon versucht, uns, also er versucht, wie wir, die Digi-Welt in einen friedlichen Ort zu verwandeln. Er hat gute Freunde... Ach, er war ein guter Freund von Civi Angemon, der da hinten steht. Aber er war gegen die Menschen, war dagegen, Menschen in die digitale Welt zu bringen und hat uns letzten Endes verlassen. Aber er ist eigentlich ein guter Junge. Wenn er etwas zu dir gesagt hat, dann hoffe ich, dass du ihm vergeben wirst. Okay, Sir. Okay, nun, gute Arbeit. Okay. Also, Alphamon beleidigt uns, droht uns. Aber er ist ein guter Junge. Okay. Glauben wir einfach so mal. Huch, was ist los? Oh mein Gott. Nein, nicht die beiden. Nein. Nein, nicht Kane und seine Dose.
Warte mal eine Minute. Du hast ein Thema. Ich habe dich im Training Peak gesehen. Yes, du bist immer noch hier. Wie? Egal, ich weiß zwar nicht, was es heißt, aber ich sag's einfach mal. Was? Wollt ihr uns schon wieder ärgern? Hey, das ist nicht, das ist aber nicht nettes, was du da sagst. Ich würde niemals so etwas tun. Heiligenschein. Das ist richtig. Kane ist ein großartiger Tamer. Und ich beneide ihn so. Und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich sage. Ich mag die immer noch nicht. Und das hört man wohl raus. Lasst uns abwarten und sehen. Was ist los? Du bist hässlich. Ist das nicht ein Digimon? Nein, King. Du bist schon länger als ich in der Digitalwelt und du erkennst jetzt erst, dass Pagumon ein Digimon ist. Ja. Es ist nicht das, was wir... keine Ahnung was. Großgezogen haben? Keine Ahnung. Was? Pagumon, ist das wahr? Das ist es. Aber alles, was sie gemacht haben, ist zu kämpfen... mich kämpfen lassen und mich schlecht erzogen haben oder sowas. Was sagst du da? Stärke ist alles für einen Digimon. Aber und schwache Digimon sind unnütz für mich. Ja. Entschuldigung. Das ist richtig. Du hast mich verlassen und bist weggelaufen. Wie ein kleines unartiges Kind. Du bist das schwächste und schlimmste und schwächste Digimon jeweils, das ich jemals getroffen habe. Wobei ich gar nicht so viele Digimon sind. Ich wäre froh, wenn ich in... Ich war froh, dass ich in los bin. wartet mal. Pagumon ist wirklich ein nettes und wundervolles Digimon. Pünktchen, 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 pünktchen. Beziehungsweise pünktchen, 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 pünktchen. Well, well. ist zu loben für nichts. Das zeigt, dass du kein guter Trainer bist. Hey! Was hast du gesagt? Vergiss es, Pagumon. Ignoriere ihn einfach. Genau, gute Idee. Der schlechteste Timer und das schlechteste Digimon. Ein perfektes Team, ne? Entschuldigung, aber wir haben an einen Ort zu gehen. Viel Glück euch beiden. Ich muss mich mit schnell schminken gehen. Oder was auch immer die beiden jetzt machen. Pünktchen, 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 Pünktchen. Pagumon, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, egal was sie sagen. Aha. Pagumon, was ist das Problem? Die haben etwas über mich gesagt. Ich war viel stärker in der Vergangenheit. Ist dort etwas zurückgekommen? Nein, nicht wirklich. Egal, lass uns zur Digifarm zurückkehren. Ich frage mich, was mit ihm los ist. Ob er sich langsam an seine Vergangenheit zurückerinnert? Ja, wer weiß. Ich glaube, das reicht auch für einen Part. Ist irgendwie nichts passiert. Bis dann. Ciao.